Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir sind hier auf unserer Insel und anstatt dass ich nach Alrex Stadia fahre, laufe ich irgendein Typ hinterher, um sein Jahr zu retten. Und wir haben eine Schiffswerkstatt gelootet. Okay. Mal gucken, vielleicht können wir auf der anderen Seite vom... Woher weißt du eigentlich, wo die sind, so genau? Vielleicht können wir einfach vorher... Oder was heißt wohl? Vielleicht können wir nachher einfach an die Nordküste fahren von dieser Insel. Leute, sie sind gleich da vorne. Du weißt, wo sie sind. Du gehst vor. Gut. Mir nach. Kirby hat hier keine... Ich dachte, die wollen reden und dass ich irgendwie vielleicht noch helfen kann oder so. Au. Das hat nicht so ganz geklappt. Räuberschlag, jank. Was machst du da? Au, au, au. Ist ja unhöflich. Das hat nicht so gut geklappt, Freunde. Dieses Spielchen hat sie ihr Leben gekostet. Sie drohten mich zu töten, wenn ich nicht helfe. Und um dich zu retten, führst du andere in den Tod. Unser Dorf wurde von Kjötvi, dem Grausamen, gebrandschatzt. Wir mussten in den Wald fliehen. Die Überlebenden sind verzweifelt und hasserfüllt. Olaf, einer derer, die du getötet hast, sagte, er würde für unser Land kämpfen. Aber getötet hat er nur für Silber. Dieser Kampf ist sinnlos. Kjötvi ist tot. Er starb durch meine Hand. Ich habe euch von diesem Tyrannen erlöst. Olaf, du lebloser Narr! Du hast fast unsere Retterin ermordet. Dein zweiter Fehler war, mich als Beute auszuwählen. Das war Absicht. Du siehst aus, als könntest du kämpfen. Ich hatte gehofft, du würdest Olaf töten oder schwächen, damit ich fliehen kann. Du bist noch jung und unbedarft, also verschone ich dich. Aber wenn du mich oder meine Leute noch einmal hintergehst, schließt du dich deinen Freunden in Helheim an. Verstanden? Du wirst mich nie wiedersehen. Ich bin wie ein weißer Hase im Schnee. Okay. Okay, gut, also hat der es einfach nicht verstanden. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass das eine Falle sein könnte. Aber dann war der Zettel halt, glaube ich, so, ja, passt schon. Okay, sind wir trotzdem fast weit oben. Dann können wir nochmal nach Heilbar gehen. Wie sieht der Schnee hier sehr eisig aus? Und los geht's, Pferdchen. Wir reisen zu dem nächsten Schatz. Und kommen so tatsächlich auch unserem eigentlichen Ziel näher. Sieht so ein bisschen aus wie der Ort am Anfang. Ich weiß gar nicht, wo wir am Anfang waren. Ich glaube nicht, dass das Pferdchen einfach hochkommt. Durchs Wasser wollte ich eigentlich auch nicht. Gucken wir erstmal. Also ich könnte jetzt einen Angriff starten wahrscheinlich, weil es hier so aussieht wie einer. Ich kann mich aber hier einfach reinschleichen und Sachen machen, oder? Zu Hause. Hier als früher mal. Jetzt sind es nur noch Knochen. Sind wir... Das ist doch die Szene von Anfang. Dachte ich doch richtig. Heilbar. Hier haben Vater und Mutter diese Welt verlassen. Ich wäre mit ihnen gestorben. Ehrlos, wenn Sigurd nicht gewesen wäre. Mhm. Da steht die Axt. Das war ein Schwert. Wenn ich deinen Anweisungen gefolgt wäre, würdest du noch leben. Hätten Vater und du gesiegt. Wahrscheinlich einfach. Du bist dran schuld. Okay, der Ungesund war ziemlich viel zu holen. Zum Glück liegt hier noch das ganze Zeug auf den Tischen. Nicht, dass so wie, also ich hätte gedacht, das würde wahrscheinlich geplündert werden. Oder einfach über die ganzen Jahre fault und oder von Tieren gefressen, von mir aus auch.
Also einfach nur so ein bisschen hier eingeeist gefühlt. War hier nicht die Tür? Meine ja. Und Ivor war die ganze Zeit nicht einmal hier? Also wirkt halt so. Von dem, wie sie darauf reagiert hat. Ich meine, ist ja nicht wirklich weit weg. Gebe ich irgendwie so blöd die Tür zu? Okay, hier ist die Tür. Oder? Ne, das sind nicht. Kaputt machen kann ich aber auch nichts. Soll ich hier gar nicht rein? Ich war gerne hier oben. Ich fühlte mich so erhaben wie ein Rabe. Ah, da kann ich rein. Dann doch. Aber da gerade noch was? Ne, ich glaube nicht. Hier sind ein paar Spinnweben. Können wir da durchlaufen? Ja, kann man, aber passiert leider nichts. An diesem Herd sang meine Mutter mich in den Schlaf. Ihre Stimme gab mir Sicherheit. Dieses Gefühl hatte ich seitdem nicht mehr. Nicht wirklich. Ah. Auf diesem Thron hatte ich Tinte vergossen. Nach all den Jahren ist der Fleck immer noch in diesem Pelz. Vater war außer sich. Okay, da vorne gibt es wahrscheinlich noch Essen. Und ansonsten ist hier aber nichts weiter drin. Ja, aber schön, dass man das hier doch mal erkunden kann. Ich erinnere mich noch an den Geruch. Die Vorfreude auf ein Festmahl, das ich nie essen konnte. Also, theoretisch hättest du ja essen können, weil die Party war ja schon im Gange. Dieses Zimmer, mein altes Bett, das kam mir früher viel größer vor. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Das hier vorne ist dein Bett? Oder was war das hier, das Bett von den Eltern? Das ist einfach ein Tisch anscheinend. Da gibt es doch Leute, die möchte ich lesen, Freunde. Gibt doch. Schade, dass ich nicht lesen kann. Okay, das heißt, diesen Ort haben wir schon mal angeguckt. Gucken wir mal, ob es hier irgendwas ist, was aussieht, als würde ich da in den Untergrund kommen, weil das dahin sieht ja aus, als wäre es irgendwie im Untergrund. Vielleicht gibt es einen geheimen Schleichgang hin oder so. Aber spontan würde ich sagen, sehe ich jetzt nichts. Und das ist die Tür, durch die wir raus sind, meine ich. Ich meine, wir sind hier durch. Ich finde es gut, dass hier die Kerzenschein noch da ist. Passt ja perfekt. Wenn hier seit Jahrtausenden gefühlt nichts war, also keine Ahnung, 10 Jahre oder so. Okay, hier können wir einfach wieder entspannt hoch. Also ich hätte auch ganz normal runtergehen können mit einer Leiter. Ach stimmt, hier oben ist noch eine ganze Etage. Sagt Ivan was dazu oder nicht? Nö. Hätte ja sein können. Okay, es gibt ja schon mehrere Wege. Jetzt nur die Frage, wie ich da am besten hochkomme. Wahrscheinlich so, ne? Ja, das sieht richtig aus. Das war nicht der Plan, Ivor. Aber wir können auch mal hier lang. Da müssen wir nicht über die Seile gehen. Okay. Hab vergessen, wie ich hier rauskomme. War das nicht hier in der Mitte von dem Haus? Bin ich verloren gerade? Ein bisschen lost, könnte man sagen. Ich meine, das war doch hier. Oder war es hier noch eine Etage irgendwie höher? Aber da kann ich auch nicht hin.
Hier war ich ja eben gerade schon drauf, oder nicht? Oder gibt es hier einfach einen Weg raus zur Seite? Ah, natürlich. Okay, habe ich nicht gesehen. Zum Glück bin ich hochgelaufen, dachte, woanders gibt es einen Weg raus. Haben wir es aber auch angeguckt. Spannend. Einfach so nicht der Plan. Nicht springen, du sollst einfach da runter, so leicht runterspringen, dass wir weitergehen können. Ja, okay, jetzt sehe ich, dass es da Sachen gibt. Ich bin froh, wie ich da reinkomme. Ein Höhleingang sehe ich hier. Obwohl, hier ist ein Höhleingang. Ah. Als Vater mir diesen Durchgang gezeigt hatte, war ich sehr aufgeregt. Danach habe ich beim Verstecken immer gewonnen. Also der ist jetzt nicht wirklich gut versteckt. Also wenn man den sucht, irgendwie einen halben Tag oder sowas, dann kriegt man schon hin. Ich muss nach rechts drücken, damit er weggezogen wird. Okay. Verstehe ich. Erstmal die Kleinkisten looten. Edelsteine. Wertvolle Dinge. Wie konnten Cutwies Hunde das übersehen? Das frage ich mich auch. Und ein Level up. Sagst du jetzt auch noch was? Kohlebarren. Hype. Ein neues Reichtum entdeckt. Und zwei Skillpunkte. Fertigkeiten. Was machst du? Giftschaden, Gifteffektivität, Fähigkeitenschaden. Was machst du? Fernkampfschaden, das ist doch schon mal gut für mich. Okay, damit habe ich jetzt was weiteres freigeschaltet. Da kriege ich auch Giftschaden, na super. Nahkampfschaden ist auch nicht schlecht. Fähigkeitenschaden ist nämlich eher weniger. Also Nahkampfschaden grundsätzlich immer gut. Anscheinend muss man die Äußere machen, um dann die Sterne dazwischen freizuschalten. Ich verstehe es nicht so ganz, also vor allen Dingen für so ein Assassin's Creed ist das ein bisschen krasser Skillbaum für mich. Okay, haben wir jetzt alles gemacht? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, was das X bedeutet. Vielleicht, dass wir einen Schatz geholt haben, das könnte sein. Und dann können wir hier theoretisch ja unser Langboot rufen und weiterfahren. Ein neues Schnellreiseziel wurde zur Weltkarte hinzugefügt. Nice, I guess. Ne, das war das Falsche. Das war auch falsch. Das war auch. Das ist nach unten. Meine Güte. Ist mir. Ich bin auf der falschen Seite. Das erklärt's. Ist aber nett, dass sich da abstoßen sogar vom Steg. Mehr Segel. Was ist da? 800 Meter? Okay, das ist eine weitere Insel, auf der ich noch nicht war. Empfohlen Stärke 1, empfohlen Stärke 288. Ah, okay. Wie viel Stärke haben wir aktuell? Ich glaube irgendwie so 10? 11? Können wir sehen? Ich glaube, bei Fähigkeiten war es, oder? Doch, da unten. Stärke 17. Ja, okay. Dann fahren wir ins Gebiet, wo wir 260 sein sollen. Dann hoffe ich mal, dass wir nicht angegriffen werden. Wer spielt von der eigentlich die Musik? Ist das hier dann später noch quasi Endgebiet oder wie? Hör da, Filki. Schwach Gegner, außer der Gegner stark hier. Überwältigender Gegner. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass hier ein doofes Gebiet ist. Zum Glück habe ich hier noch keine Gegner gesehen. Ich glaube ja auch, König Harald ist ja uns aktuell auf jeden Fall noch wohlgesonnen.
Also es war halt schon mal ganz weird, dass er überhaupt auftaucht und mit uns hier sprechen möchte. Kann auch sein, dass der zur Assassinen-Order gehört schon. Ich würde es gleich cooler finden, wenn die wirklich auf... Wo sind wir? Norwegen? Norwegisch singen würden? Mir passt nicht so ganz, jetzt ein englisches Lied zu singen. Hier können wir nochmal saufen, glaube ich. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Hast du schon einmal so viele Schiffe in einem Hafen gesehen? Noch nie. Und es gab auch noch nie eine Versammlung von so vielen Königen. Das sind jetzt gar nicht so krass viele gewesen, muss ich sagen. Okay, dann erstmal hier ein bisschen die Rätsel machen. Gebiet finden, Geburtsrecht, finde ihn. Okay, das bist nicht du. Also ich will sowieso, ich meinte nicht, dass das Sigurd ist, sondern dass wir hier mit einer Person sprechen sollen. Diesem Rätsel hier. Und das ist die Person hier. Bonjour. Die Liebe für dich ist so groß und stark. Spielen alle in Alrekstadie ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Ah, zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ist ein bisschen kalt dein Outfit, muss ich sagen. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Okay. Ich wollte nur... Gut, in Ordnung. Hol deine Waffe, großer, starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Bluttanz. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja, ja, seien wir Wikinger. Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. Okay. Das ist lustig, aber es erregt mich nicht. Ja, es fühlt sich nicht echt genug an. Okay. Jetzt braucht ihr mehr Feuer. Wie beim ersten Mal. Ja, brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden gleich. Das war nach. Das war falsch. Nach unten? Nee, nach unten so. Genau. So, Freunde. Ich bin so aufrecht wie Heimdalls Turm. Dann ramme durch das Valgrind-Tor und betritt Valhall. Nimm alles, was du willst, Wikinger. Nimm auch uns und lass dich vom Liebeshunger verschlingen. Ein andermal vielleicht. Aber ich bediene mich an eurer Truhe. Okay. Also koche ich mitmachen, Ivor. Kein Problem. Erneute Entflammung. Ja, Duffy, Luki. Ja, ich wollte mitmachen jetzt, Freunde. So weird auf jeden Fall. Aber darf ich nicht mitmachen, schade. Okay, wir looten automatisch, das ist natürlich sehr cool. Guck mal kurz, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein paar Screenshots. Mal wieder nett. Wir haben hier einen Händler. Wir haben einmal Saufi. Wir haben noch einen Screenshot. Wir haben hier noch ein Artefakt sogar. Okay, zwei Artefakte gibt es hier. Wird wahrscheinlich hier vorne eins sein. Weil hier ist anscheinend auch noch irgendwas. Okay, da oben ist noch irgendwas. Also da geht es noch nach oben. Und da ist unsere Quest schon. Okay. Würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Quest und machen vielleicht das Saufi noch vorher. Mal gucken. Hallo, Wikingerkind. Hallo, Wikinger und Wikinger. Achso, ja, genau. Wir sollen das so Gebiet durchsuchen oder das Gebiet finden erstmal. Das soll irgendwo hier sein. Dein Clan stinkt zum Himmel.
Aber wir sind stark, Feigling. Los doch, fordere mich heraus. Der Gestank ist stark. Okay, machen wir noch Saufi. Ist dein Durst auch so groß? Der Sieg nee. Ist dein, wenn du es schneller runterkippst als ich. Lass dein Silber sehen. Was wäre ein Trinkspiel ohne Wetteinsatz? Oh, aufregend. Kleiner Einsatz. Trinken wir. Komm her, du Hutz. Ich vergesse, wie es funktioniert. Du hast mich schon richtig verstanden. Euer Gestank, das ist eure einzige Stärke. Du wirst deine Zähne fressen. Eingerollte deine Zunge backraut. Ach nö. Sie konzentrieren. Ach, was ist? Erstmal geschafft, ohne. Einmal. Sich nicht zusammen. Hier nicht zu verklicken, sag ich mal. So, würde ich sagen, wie es ja wirklich ist, nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.